Was passiert hier heute? Kommen die Bagger? Der Termin für den Abriss ist vom Bauamt für 8.30 Uhr angekündigt. Freunde und Familie der Maserats können nichts mehr tun, als zu warten. Wir fangen jetzt um 10 an. Wir sind tagsüber. Am Abend zuvor. Es ist ein letzter Moment der Ruhe beim gemeinsamen Abendessen. Viele Unterstützer sind schon jetzt angereist. Wir merken auch hier auf der Insel, wie viele Leute uns unterstützen und sagen, hey, wir stehen hinter euch. Sie wollen vom Dach aus Widerstand leisten, das Haus auf gar keinen Fall aufgeben. Wir lieben diesen Ort, wir lieben das und wir wollen es auf jeden Fall, also für meine Eltern, und gerne auch für uns, aber hauptsächlich heute für meine Eltern erhalten. Das müssen wir schaffen. Schon als kleines Mädchen hat die Mutter Astrid Maserat an diesem Ort ihre Ferien verbracht. 2003 kaufen sie dann das Häuschen. Das Grundstück liegt in unmittelbarer Nähe zum Meer, ein Paradies für die Familie. Doch dann kommt das Angebot. Für 320.000 Euro will ein Anwalt das Grundstück für seinen Klienten kaufen, den Pharma-Milliardär Frederik Paulsen. Die Familie lehnt ab. Kurz darauf werden sie angezeigt, und zwar von einer Verwaltungsgesellschaft, die ebenfalls mit Frederik Paulsen zu tun hat. Es fehle eine Baugenehmigung. Ein langer Rechtsstreit beginnt, der heute eigentlich mit dem Abriss enden sollte. Aber dann gibt es Hoffnung. Der Petitionsausschuss im Landtag tagt zeitgleich und das Bauamt will deren Empfehlung abwarten. Das ist ein richtiger Nervenkrieg, also das dreht sich schon alles und ja, man macht nicht mehr. Irgendwie mag man nicht mehr. Um kurz vor 12 bekommt Horst Maserat einen Anruf. Informationen aus dem Petitionsausschuss. Ja, ja. Prima. Aber wer ist ja. Das ist ganz hervorragend. Ja. Der Petitionsausschuss hat sich diesen Fall heute sehr zu Herzen genommen. Wir haben überdurchschnittlich lange über diesen Fall heute diskutiert und auch sehr emotional. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir den Behörden vor Ort empfehlen, ihren Ermessensspielraum maximal auszunutzen. Ein Wohnrecht auf Lebenszeit für die Maserats wäre damit also jetzt wieder möglich. Und hier unten im Garten stehen irgendwie so, keine Ahnung, 30... Ja. Es wird wohl doch noch alles wieder gut hier. Es ist doch ein Wunder geschehen. Genau, irgendeiner muss hier irgendwas. Ich bin nicht sprachlos, ich bin hoch erfreut, um nicht zu sagen, fast wahnsinnig vor Glück. Gleich fange ich an zu heulen, auch lieber nicht. Jetzt wird es neue Gespräche geben, denn der zuständige Landrat von Nordfriesland muss der Empfehlung aus dem Ausschuss zustimmen. Klar ist, Familie Maserat darf erstmal bleiben. Heute kommt hier niemand mit dem Bagger.